Mein Name ist Ingo Mettel. Ich bin jetzt seit ca. 3,5 Jahren hier in der COS-IT, der IT-Abteilung des Klinikums Osnabrück, tätig. Wir haben im Moment 5 Teams in der COS-IT. Zum einen das Infrastrukturteam, kümmert sich um die Rechenzentren, um die Netzwerke. Dann haben wir das Application Management, das sich um fast 150 Applikationen hier kümmert. Das Application Development mit Entwicklungsaufgaben und Betreuung des KISS-Systems, des zentralen Krankenhausinformationssystems. Dann haben wir das Thema User Service. Die kümmern sich um alle PCs hier im Unternehmen und um alle Anliegen, die zum Anwender gerichtet sind. Und dann haben wir die DigitPro, kümmert sich um die Digitalisierung hier im Klinikum. Ich bin Dennis Frenger, 25, bin stellvertretender Teamleiter für den User Service. Für Krankenhäuser ist aktuell sehr wichtig, digital zu werden, und das versuchen wir auch hier im Klinikum. Von der Visite, der Aufnahme und auch der Behandlung alles digital abzuwickeln und dort halt auf ganz viele Aspekte, technische Umsetzung und auch Datensicherheit einzugehen. Also die Herausforderung der COS-IT im Tagesgeschäft ist sicherlich, dass nicht nur der klinische und pflegerische Anteil sehr digital ist, sondern auch andere Bereiche wie Einkauf, Personalwesen, Finanzwirtschaft, aber auch zum Beispiel die Wäscheversorgung inzwischen digitalisiert sind. Die Arbeit in der COS-IT gefällt mir schon sehr gut. Wir sind ein sehr junges und sehr offenes Team. Und auch die Arbeit ist halt durch die Aufgeschlossenheit der Mitarbeiter sehr angenehm. Die Mischung der Leute macht es wirklich aus. Wir haben viel Spaß an der Arbeit und sorgen dafür, dass uns auch nicht langweilig wird und wir auch jeden Tag mit Freude hier hinkommen.